ist daheim. Um Himmels Willen, Luisa. Sie muss sofort operiert werden. Das habe ich befürchtet. Wie hat denn sowas passieren können? Das weiß ich selber nicht. Das ist so schnell gegangen. Sie ist mir direkt reingelaufen. Was? Du hast das? Gut, dass du da bist, Lorenz. Das ist wirklich gerade alles ein bisschen voll. Vielleicht hat der Lorenz ja recht und ich bin wirklich nicht mehr so bei der Sache. Ach, Schmarrn. Und das Luisa stirbt nicht. Da müssen wir jetzt ganz fest Druck klammern. Oh, mein Lorenz. Ich weiß genau, wie es dir geht. Was mache ich denn? Wenn es stirbt. Luisel hat so einen starken Willen. Die wird schon wieder. Danke recht schön, Monika. Ein bisschen einen Beistand kann ich jetzt schon brauchen. Es wird wahrscheinlich der Sebastian sein. Mhm. Wer sollte mich sonst um die Zeit, oder? Jetzt geh schon raus da. Ja, Sebastian? Ja. Nein. Ich komm. Hüsel wird schlechter. Soll ich mitfahren? Nein. Anna, das mach ich schon. Oder? Hüsel. Hüsel. Wo ist denn mein Hüsel? Mein Madel. Tut mir leid. Sieht auf vom Zinnemann. Was? Ganz im Gegenteil. Ihr Zustand verschlechtert sich immer mehr. Gibt's gar keine Möglichkeit? Die inneren Verletzungen sind einfach zu stark. Und? Wenn wir's nochmal operieren? Die Kreatininwerte und die Harnstoffwerte sind extrem erhöht. Das heißt, die Niere ist so stark geschädigt, dass man da einfach nichts mehr machen kann. Dazu kommt, dass die Blutung im Bauchraum wieder aufgekommen ist. Das heißt, entweder sie verblutet oder sie vergiftet innerlich. So schwer es erfolgt, du musst jetzt eine Entscheidung treffen. Ist alles gut. Ich weiß gar nicht, wie ich ihm Baby sagen soll. Die hätte ich doch auch so gern. Nur so gleich tut er nichts mehr weh. Wir haben die alle so gern. Werden die auch nie vergessen. Damit schlaft sie ruhig ein.
hängt halt gar so an seinem Löserl, gell? Aber der Sebastian hat meine Viecher auch meistens alle wieder hingekriegt. Ich darf gar nicht dran denken, wenn das Löserl. Okay. Geschenk ist Geschenk und wie es weitergeht, das haben wir nicht in der Hand. Grüß euch. Sebastian, kommst du von der Luise? Wie geht's dir denn? Wir haben's gestern Abend einschläfern müssen. Dann war alles Hoffen umsonst. Roland, bitte, jetzt mach dir keine Vorwürfe. Ja, was hättest du denn machen sollen? Der arme Lorenz. Wie hat er denn reagiert? Er hat sich ganz schön schwer da, sie gehen zu lassen. Na, ich wollte mal schauen, wie es dir geht. Ich habe diesen Korb bei der Annalena besorgt. Und ich habe ihm noch ein paar persönliche Zeilen geschrieben. Ich weiß, du willst, dass er sieht, dass dir das alles furchtbar leid tut. Aber an deiner Stelle würde ich, glaube ich, lieber noch ein bisschen warten. Aber er muss doch wissen, dass mir das Luisa nicht egal ist. Wenn du unbedingt meinst. Aber vielleicht solltest du ihn lieber nicht persönlich übergeben. Jedenfalls nicht gleich heute. Ja, stimmt schon. An seiner Stelle wäre ich auch das Letzte, was ich sehen möchte. Ich kann ihn einmal vorbeibringen, wenn du magst. Ach, das wäre lieb. Bis dann. Ja. Du hast überhaupt keinen Anstand nicht mehr. Du meinst vielleicht, dass du da mit dem die von deiner Schuld freikaufen kannst, hä? Lorenz, ich wollte dir doch nur zeigen, wie leid mir das. Du hast meinen Luisal umgebracht. Und das verzeih ich dir nie. Lorenz. Halt dich du da raus, bitte schön, Monika. Du bist gestorben für mich. Aber gut bei Erna. Backen Sie Platzerl? Das fange ich erst gar nicht an. Ja, weil ich es nicht kann. Aber auch, weil ich mich kenne. Weil wenn die erst einmal da liegen, dann kann ich nämlich nicht mehr widerstehen. Und dann ist sie eins und dann ist sie noch eins. Und plötzlich ist keins mehr da. Kommt das Erna irgendwie bekannt vor? Ist alles gut. Ich weiß gar nicht, wie ich ihm Baby sagen soll. Die hätte ich doch auch so gern. Nur so gleich tut dir nichts mehr weh. Wir haben die alle so gern. Werden die auch nie vergessen. Damit schlaft sie ruhig ein.
hängt halt gar so an seinem Löserl, gell? Aber der Sebastian hat meine Viecher auch meistens alle wieder hingekriegt. Ich darf gar nicht dran denken, wenn das Löserl. Okay. Geschenk ist Geschenk und wie es weitergeht, das haben wir nicht in der Hand. Grüß euch. Sebastian, kommst du von der Luise? Wie geht's dir denn? Wir haben's gestern Abend einschläfern müssen. Dann war alles Hoffen umsonst. Roland, bitte, jetzt mach dir keine Vorwürfe. Alter, was hättest du denn machen sollen? Der arme Lorenz. Wie hat er denn reagiert? Und? Wenn wir's nochmal operieren? Die Kreatininwerte und die Harnstoffwerte sind extrem erhöht. Das heißt, die Niere ist so stark geschädigt, dass man einfach nichts mehr machen kann. Und? Dazu kommt, dass die Blutung im Bauchraum wieder aufgekommen ist. Das heißt, entweder sie verblutet oder sie vergiftet innerlich. So schwer es erfolgt, du musst jetzt eine Entscheidung treffen. Ist alles gut. Ich weiß gar nicht, wie ich im Baby sagen soll. Die hört dich doch auch so gern. Nur so gleich tut dir nichts mehr weh. Wir haben die alle so gern. Werden die auch nie vergessen. Damit schlaft sie ruhig ein. Er hängt halt gar so an seinem Löserl, gell? Aber der Sebastian hat meine Viecher auch meistens alle wieder hingekriegt. Ich darf gar nicht dran denken, wenn das Löserl. Okay. Geschenk ist Geschenk und wie es weitergeht, das haben wir nicht in der Hand. Grüß euch. Sebastian, kommst du von der Luise? Wie geht's dir denn?
Wir haben es gestern Abend einschläfern müssen. Dann war alles Hoffen umsonst. Roland, bitte, jetzt mach dir keine Vorwürfe. Ja, was hättest du denn machen sollen? Der arme Lorenz. Wie hat er denn reagiert? Er hat sich ganz schön schwer da, sie gehen zu lassen. Na, ich wollte mal schauen, wie es dir geht. Ich habe diesen Korb bei der Annalena besorgt. Und ich habe ihm noch ein paar persönliche Zeilen geschrieben. Ich weiß, du willst, dass er sieht, dass dir das alles furchtbar leid tut, aber an deiner Stelle würde ich, glaube ich, lieber noch ein bisschen warten. Aber er muss doch wissen, dass mir das Luisa nicht egal ist. Wenn du unbedingt meinst. Aber vielleicht solltest du ihn lieber nicht persönlich übergeben. Jedenfalls nicht gleich heute. Ja, stimmt schon. An seiner Stelle wäre ich auch das Letzte, was ich sehen möchte. Ich kann ihn einmal vorbeibringen, wenn du magst. Ach, das wäre lieb. Bis dann.